Hemmers aus Brühl interessiert sich für Bananen und Fußball. Er fragt, wie funktioniert eine Bananenflanke? Kurz gesagt, es geht um Luft. Genauer gesagt, um Luftdruck und Luftgeschwindigkeit. Ich zeig Ihnen das mal. Wenn ich zwischen diese zwei Ballons puste, würde man glauben, dass sie sich voneinander wegbewegen. Aber Pustekuchen. Boah! Sie bewegen sich aufeinander zu. Das ist der sogenannte Bernoulli-Effekt. Zwischen diesen beiden Ballons ist die Luftgeschwindigkeit höher als an den Außenseiten. Und höhere Luftgeschwindigkeit bedeutet niedrigerer Druck. Es ist also der Unterdruck in diesem Bereich, der die Ballons zueinander hinzieht. Das Gleiche passiert mit diesem Papier. Blase ich darüber, puste ich das Papier nicht nach unten weg, sondern es steigt auf. Auch hier gilt, wo die Luft schnell ist, ist der Druck gering. Bei der Bananenflanke drückt der Luftdruck nicht nach oben, sondern zur Seite. Mit dem Fußballschuh angeschnitten, also gedreht, bewegt sich die Luft auf dieser Seite schneller als auf der gegenüberliegenden. Der Luftdruck hier ist also geringer als drüben. Und dieser Unterdruck zieht den Ball in diese Richtung. Ein zusätzlicher Effekt entsteht, indem ein Wirbel hinter dem Ball entsteht. Und dieser Wirbel lenkt, wie bei einem Ruderboot, das Ruder den Ball in die gleiche Richtung. Voll draufziehen geht natürlich auch. Bleiben Sie neugierig.